Hey ihr Lieben, wir sind wieder in Mönchengladbach und ich kann euch sagen, ich habe lange geschlafen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben, aber es fängt wieder an, dunkel zu werden. Und es ist auf jeden Fall ein sowas von schönes Wochenende und ich bin richtig, richtig happy. Das Tolle ist jetzt, ich wollte heute eh die Vlogs schneiden von gestern und vorgestern. Und das heißt, ich muss jetzt eh nicht mehr viel rausgehen, sondern ich schneide jetzt gleich direkt die Vlogs. Und ich habe mir schon mal was zu essen vorbereitet. Ich esse gleich, das hier wird das Topping. Ich mache mir so eine Green Smoothie Bowl. Haferflocken kommen rein. Und Spinat. Ein bisschen Obst, da kommt noch eine Banane dazu. Und das hier, das sind Mangos und Datteln. Und das wird eine Soße für Sushi, denn wir hatten noch Sushi da. Das haben wir am Abend, bevor wir gefahren sind, gemacht. Hatten noch was für die Fahrt mitgenommen, aber das war so viel. Das heißt, wir haben jetzt noch Sushi. Das heißt, heute wird nicht gekocht, außer das bisschen hier jetzt fertig gemacht. Richtig cool, dann ist das auch schon mal abgehakt. So, Frühstück ist am Start. Ich habe den ersten Block jetzt schon geschnitten. Das ist einfach wieder eine Green Smoothie Bowl mit ein bisschen Topping, Beeren, Nüsse, Kokosflakes. Und ich habe hier gerade noch aus ein paar Haferflocken und Datteln so Müsli-Riegel gemacht. Die gibt es auch noch als Topping obendrauf. Wenn ihr das Rezept dafür haben wollt für die Müsli-Riegel, die sind super, super lecker, dann blende ich euch das mal hier ein. Oh Mann, das ist so wahnsinnig schön. Ach, dieses Wochenende war einfach unglaublich. Und ich habe jetzt das erste Mal seit 2 Monaten wieder gevloggt. Und da haben wir jetzt gerade schon mal was gegessen. Also ich habe meine Green Smoothie Bowl fertig aufgegessen. Laura hat schon was Sushi gegessen. Und dabei haben wir die Vlogs geschaut. Und der zweite Vlog, also der von gestern, lass uns mal gemeinsam reinschauen. Musik verbindet. Musik ist eine Sprache, die spricht jeder Mensch. Denn 60% von dem, was du sagst, kommt darüber an, wie du es sagst. So, das reicht. Ich verlinke dir das Video von gestern hier. Schau es dir unbedingt an. Und so hat das Ganze gerade ausgesehen. Wir haben hier Essen. Das sind jetzt einfach Sushi-Reste. Wenn ihr da mal was übrig habt, das ist einfach Reis mit Sesam, Gurke, genau das, was im Sushi drin ist. Und dann oben drüber ein bisschen Mangosoße. Das sind einfach Mangos und ein klein wenig Dattel und ein bisschen Wasser. Genau, und Laura hat gerade halt schon mal was Sushi gegessen. Ich meine Green Smoothie Bowl. Und jetzt werde ich mich weiter um die Vlogs kümmern und das Ganze hochladen und veröffentlichen. Und ja, ich bin sau, sau happy. Das Wochenende war so wunderschön. Ich habe jetzt gerade beim Essen mir was angehört. Und zwar, ich führe ein Journal. Jeden Abend schaue ich, das ist wie ein Tagebuch so, wo ich einfach meine Gedanken, mir darüber Gedanken mache. Also ich mache das Ganze als Sprachmemo, muss ich erstmal so sagen. Ich schreibe es nicht auf, sondern ich nehme es auf, wie ich es erzähle, weil das fällt mir einfach viel leichter. Und dann meine Gedanken, wie ich mich fühle, was am Tag so war, was ich gelernt habe. Und so kann man dann super schön darauf zurückblicken. Und normalerweise ist das in meine Morgenroutine integriert, dass ich dann morgens mir das Ganze anhöre und daraus dann lerne. Denn es geht meiner Meinung nach nicht darum, der Beste zu sein und perfekt zu sein, sondern einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser, als man gestern war. Und wenn man immer schaut, was ist gestern gut gelaufen, was ist gestern nicht so gut gelaufen und das Gute übernimmt und vielleicht sogar noch ausfällt und das Schlechte einfach über Bord wirft oder verbessert, dann wird man jeden Tag besser. Und wenn man das einfach kontinuierlich macht, besser geht's nicht. Und jetzt habe ich das Ganze gerade mir angehört vom kompletten Wochenende, also die zwei, die ich gestern und vorgestern Abend aufgenommen habe. Und da ist wirklich viel zusammengekommen. Und ich möchte euch jetzt mal die Top 10 Learnings vom Wochenende mitgeben. Und der erste Punkt, also das ist nicht geordnet, aber eine Sache nehme ich jetzt mal vorweg, und zwar, dass wirklich Reflexion ist das A und O. Weil
Ich merke das, wie ich jeden Tag dadurch besser werde und wie mir so viele Sachen bewusster werden, weil das ist, glaube ich, auch so ein riesen Erfolgsgeheimnis. Auch seit ich so viel abgenommen habe, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, ich verlinke das mal hier, 25 Kilo habe ich abgenommen. Und einfach nur dadurch, dass ich mich bewusst ernähre. Also ich mache keine besondere Diät oder sonst was, sondern ich schaue einfach bei allem, was ich esse, denke ich nur mal ganz kurz eine Millisekunde drüber nach, was ist das, bevor ich es esse. Und dann schaue ich, ob ich noch immer Bock drauf habe und dann esse ich es, wenn ich Bock drauf habe. Das heißt, ich verbiete mir nichts, sondern ich esse und genieße es einfach bewusst. Und genauso mit Sport. Ich schaue einfach, fühlt sich das so an, als würde ich gern Sport machen oder fühlt sich das nicht so an? Wenn es sich nicht so anfühlt, wieso? Habe ich zu viel Sport gemacht, mich zu schlecht ernährt, sonst was? Aber wenn man so bewusst ist, das macht echt viel aus. Und durch diese Reflexion immer am Abend wird man halt extrem bewusst. Und ich bin super, super dankbar dafür, dass ich halt gemerkt habe, hey, wenn ich das so aufnehme, dann fällt mir es viel, viel leichter. Und übrigens ein Tipp, ich höre es dann in doppelter Geschwindigkeit. Ich muss nochmal schauen, wie ich das schaffe, dass ich das direkt auf dem iPhone in doppelter Geschwindigkeit hinbekomme, so eine Sprachmemo abzuhören. Ob es dafür eine App gibt oder so, weil bis jetzt muss ich es immer auf meinen Computer ziehen, da dann in doppelter Geschwindigkeit abspielen und das ist ein bisschen nervig. Aber ja, ich finde es einfach super, super cool. Dann eine weitere Sache, die ich gelernt habe. Der Austausch muss stimmen. Egal in welcher Beziehung, ob das jetzt mit einem Partner ist, ob das mit der Familie ist, mit Freunden, Bekannten, mit jemandem, den man einfach so auf der Straße trifft und sich kurz unterhält, oder auch mit einem Geschäftspartner. Der Austausch muss immer stimmen. Das kann beim Geschäftspartner Geld sein, das können manchmal einfach liebe Worte sein, manchmal eine kleine Geste, die man fast gar nicht sieht, aber so Kleinigkeiten können oft ganz viel bedeuten. Und deshalb schaut immer, dass der Austausch stimmt. Und eine Sache, wenn ihr den Vlog von gestern jetzt gesehen habt oder wenn ihr euch den gleich anschaut, dann werdet ihr sehen, dass ich das angewandt habe. Und zwar Vlogs am Morgen planen, um eine bessere Qualität zu bekommen. Den Tipp habe ich einfach von Robert Gladitz übernommen. Robert ist echt ein saustarker Typ, ein Kumpel von mir und absolutes Idol. Ich habe ihn früher geschaut, seine Vlogs. Also ich schaue jetzt noch immer seine Vlogs, aber ich habe die früher geschaut, bevor ich ihn kannte. Jeden Tag und ich habe davon so viel mitgenommen und damit so mein Umfeld auch verändert. Das ist richtig genial. Und jetzt habe ich das halt von ihm mitgenommen. Durch ihn mache ich die ganze YouTube-Sache überhaupt. Also schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Ich verlinke den mal hier, falls ihr ihn noch nicht kennt. Weil die meisten, die bei mir unterwegs sind, kennen ihn auch. Weil da einfach so viele Überschneidungspunkte auch bei sind. Und ja, da bin ich sau happy, weil dadurch ist dann der Vlog wie gestern entstanden. Heute habe ich das wieder ein bisschen weniger gemacht, aber ich möchte das in Zukunft einfach immer mehr integrieren. Und ja, da bin ich sau, sau dankbar. Dann ist ein weiterer Punkt. Verschiedene Menschen können auf dieselbe Situation komplett unterschiedlich reagieren. Und wenn einem irgendwas gegen den Strich geht, dann sollte man einfach den Mund aufmachen. Ja. Und das ist wirklich so wichtig. Wenn dich etwas an jemandem stört, dann, oder du was nicht verstehst, wieso jemand jetzt so handelt und das verletzt dich und der andere hat sich dabei vielleicht gar nichts gedacht, dann sprich ihn doch einfach mal drauf an. Denn es ist wirklich so, du musst einfach schauen, andere Menschen, die denken komplett anders. Ja? Die machen sich über etwas vielleicht gar keine Gedanken, worüber du dir wochenlang noch Gedanken machst. Und deshalb, wenn dich was stört, wenn du irgendein Problem hast, mach einfach den Mund auf und kommuniziere. Und ein Punkt, sein Bestes geben. Gib einfach dein Bestes. Ja, weil wenn nicht alles nach Plan verläuft, und das tut es in der Regel nie, dann geht es darum, jetzt nicht alles über Bord zu werfen, sondern einfach trotzdem dein Bestes zu geben. Es ist nie perfekt, also mach dir auch keinen zu großen Kopf. Und okay, das hebe ich mir für den Schluss auf. Der nächste Punkt ist, lieber länger an einer Stelle stehen, als an 10 Stellen nur 5 Minuten. Was ich damit meine ist, wir haben es oft erlebt, zum Beispiel am Jahrestag oder überhaupt, wenn wir so einen Monatstag haben und da unternehmen wir gerne was, gehen essen, gehen ins Kino, machen uns einfach einen schönen Tag. Und da hatten wir es oft so, dann haben wir uns so viel vorgenommen, dass wir uns überall gehetzt haben. Und
Gestern war wieder so ein Tag, wo wir halt super schnell von A nach B sind und am Ende gar keine Ruhe hatten. Und dann haben wir uns einmal, als wir dann auf den Zug gewartet haben, einfach draußen vom Bahnhof so die Ruhe gegönnt, einfach mal geschaut, was hören wir, was sehen wir, was fühlen wir. Und so einfach mal ins Jetzt zu kommen. Und das war enorm hilfreich, mal wieder zur Ruhe zu kommen und einfach im Jetzt zu sein. Weil es gibt nur diesen einen Moment, der jetzt gerade ist. Es gibt nicht gerade, es gibt nicht in einem Jahr, es gibt nicht morgen, es gibt nur jetzt. Und deshalb genieße das jetzt. Und das war für mich enorm, enorm hilfreich. Und für die Zukunft einfach so zu merken, hey, wenn wir 10 Sachen machen wollen, machen wir lieber die zwei, die uns am meisten gefallen, genießen die richtig. Der nächste Punkt ist, ich habe halt noch nicht die komplette finanzielle Freiheit erreicht, aber ich habe die komplette Freiheit über meine Zeit. Ich kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich möchte. Ich kann meine Zeit verbringen, wie ich möchte, wo ich möchte. Und darüber bin ich enorm dankbar. Dann ein weiterer Punkt ist Werte. Werte sind enorm wichtig. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, früher wollte ich gerne immer jetzt schon das Leben führen, was ich erst in Zukunft haben werde. Und habe dann so gedacht, ja, ich arbeite jetzt nur noch an meinen YouTube-Videos und perfektioniere die und kümmere mich nicht wirklich ums Geld verdienen oder reise die ganze Zeit rum und reise dann halt lieber günstiger und minimalistischer, damit ich sofort reisen kann. Aber stattdessen habe ich jetzt für mich entdeckt, hey, ich möchte das nicht, weil das ist wie Schulden machen, Konsumschulden, weil man jetzt schon das Auto haben möchte, was man sich erst in 5 Jahren leisten kann. Nein, leb doch im Jetzt, leb mit dem, was du jetzt machen kannst. Und deshalb ist es sehr wichtig, nach deinen eigenen Werten zu handeln. Das habe ich jetzt für mich gemerkt. Mein Wert ist zum Beispiel, dass ich jetzt sage, hey, so ein Wochenende ist super schön. Ich werde jetzt halt öfters mal ein schönes Wochenende verbringen, aber dafür hier jetzt gerade vor Ort sein, hier jetzt gerade Power geben und mir eine geile Zukunft aufbauen, weil ich dann in der Zukunft das wirklich so richtig genießen kann. Und wenn ich hier immer Vollgas gebe, kann ich auch mal ein Wochenende so richtig genießen. Und ja, das, wenn wir nach unseren Werten leben, dann baut das unser Selbstbewusstsein extrem auf. Und noch ein Punkt ist, von Laura Sachen abschauen funktioniert genial. Und das sollte ich vielleicht in mehr Bereichen anwenden. Und zwar Laura, ey, das ist der Wahnsinn. Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen Sachen. Laura ist so ein bewusster Mensch, hat mit allem da eigentlich immer so angefangen und war da der Vorreiter. Und ich habe dann immer so nachgezogen und mir ist abgeschaut. Und dann war gestern wieder so ein Punkt, Laura ist ins Bett gegangen. Ich habe gedacht, ach, ich bleibe noch wach, ich habe ja noch was zu essen und so. Ich hatte vorhin noch nicht aufgegessen, das vom Asiaten, und das habe ich dann halt noch aufgegessen, noch einen Film geschaut, ein bisschen mit Bernhard mit. Also er war schon dran und habe das Ende noch mitgeschaut, und am Ende war ich so todmüde und habe dann zwar auch viel Schlaf bekommen, aber nicht ganz so viel wie Laura. Und da habe ich dann auch gedacht, ey, im Nachhinein wäre das viel geiler gewesen, wenn ich da mitgemacht hätte. Und das ist halt das Tolle. Jetzt ist mir das klar geworden. Laura hat gerade gesagt, sie geht in einer halben Stunde ins Bett, und dann werde ich mit ins Bett gehen und den Rest mache ich dann morgen fertig. Und das habe ich jetzt nochmal enorm mitgenommen. Und dann noch mein Lieblingspunkt. Ein Wochenende kann sein wie ein Monat. Echt, das letzte Wochenende war so enorm. Das letzte Wochenende, davon habe ich so viel mitgenommen, und es hat sich einfach angefühlt wie ein Monat. Wir sind wiedergekommen, saßen im Bus, und es hat sich angefühlt, als wären wir einen Monat weg gewesen. Wir konnten uns gar nicht mehr richtig daran erinnern, was jetzt war, bevor wir gefahren sind. Was sich einfach so krass angefühlt hat. Und wir haben so viel erlebt, und das, obwohl wir noch die lange Anfahrt hatten, ja, von NRW bis Hessen, das ist ja eine ganze Strecke. Und ja, ich bin sowas von dankbar dafür. Es ist unglaublich. Und deshalb habe ich das auf jeden Fall mitgenommen, weil ich so wirklich in der Woche so richtig reinklotzen kann und dann einfach am Wochenende mir diese Freizeit mal gönnen werde. Am Wochenende was Schönes zu erleben. Wir waren letztens auch, waren wir Schlitten fahren. Oh, davon blende ich jetzt mal kurz ein Video ein. Oh nein, es geht schon los. Die Scheiße, ist das schnell. Ah, das war so, so schön. Und sowas machen wir dann zum Beispiel am Wochenende. Oder jetzt das Wochenende, was wir jetzt verbracht haben. Das war unglaublich. Hallo!
Jetzt habe ich Miri mal hier. Und wir sind im Februar bei Christian Bischoff auf dem Seminar. Und all so Sachen, das ist der Wahnsinn. Und deshalb hab ich wirklich für mich jetzt mega krass mitgenommen. Das ist mein Top 1 Learning. Ein Wochenende kann sich anfühlen wie ein Monat und kann einem so viel bringen wie ein Monat. Deshalb echt, nutzt diese Zeit für euch und denkt immer daran, Zeit ist das kostbarste Gut. Insofern, ich werde jetzt mal mir meinen eigenen Rat nehmen und jetzt gleich ins Bett gehen. Ich verabschiede mich direkt schon mal bei euch und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Nacht, was auch immer gerade ist. Spult gerne nochmal zurück. Ich werde in die Infobox nochmal alle meine Top-Learnings schreiben, damit ihr so eine kleine Übersicht habt. Und verlinkt dann direkt nochmal die Zeiten. Weil, ja, ich denke, das kann für den einen oder anderen ganz schön wertvoll sein. Auch für mich selber im Nachhinein, das nochmal zu sehen. Und insofern, bis morgen.